Hallo, liebe Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution Freunde und willkommen zu einem wundervollen neuen Part, welcher eventuell der letzte sein könnte, aber wahrscheinlich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das Turnier, das uns bevorsteht, noch ein bisschen länger dauern wird. Heute werden wir die letzten paar Tage skippen und dann werden wir uns zum verdammten Tech Force Turnier begeben. Und wisst ihr, wen wir als Partner nehmen? Wir steigen in den Zane Train ein und wir werden mit Zane und meinem Cyberfuck Deck werden wir gemeinsam das Turnier gewinnen. Das ist zumindest der Plan. Ich hoffe sehr stark, dass wir gewinnen. Ansonsten wäre ich relativ enttäuscht. Aber das ist soweit der Plan. Wir werden den Gegnern viele Cyberdrachen gegen den Kopf schmettern. Hi, Zane. Nein, wir werden nicht zum Tech... Oh, verstehe. Tschüss. Wir werden da nicht hingehen. Wir werden direkt zum großen Turnier gehen. Okay, Zane? Ey, ich hab echt keine Lust, jetzt diese fucking Übungsduelle zu machen. Vor einer Versammlung. Oh mein Gott. Vor einer Versammlung, was bedeutet das? Ich glaube, ich sollte heute mal wieder zum Unterricht gehen, ausnahmsweise. Und es ist nur noch ein Tag bis zum Turnier. Hier sehen wir, wie faul dieses Spiel übersetzt wurde. Ein Tag bis zum Turnier. Mein Gott, sie haben es nicht mal versucht. Sie haben nicht mal versucht, es zu versuchen. Sie haben nicht mal darüber nachgedacht, es eventuell zu versuchen. Sie haben es einfach nicht gemacht. Ja, wie auch immer. Wir gehen uns heute zum Unterricht und schauen, ob da vielleicht endlich mal tatsächlich neue sinnvolle Dialoge kommen. Und dann werden wir uns morgen zum legendären Tech Force Turnier begeben. Was eine relativ lustige Sache ist, weil... ja, ich will die Zeit totschlagen. Was eine relativ lustige Sache ist, weil bevor ich das Spiel hier gespielt habe, jetzt mit dieses Play angefangen habe, war mir nicht mehr bewusst, dass das dass es wirklich ein Tag für dir gibt in diesem Spiel. Dass das so quasi das Ziel ist, worauf man hinausspielt. Soweit habe ich es nie gespielt gehabt. Aber wie auch immer, was haben wir hier alles? Kinder, ein Duellant gibt niemals auf. Glaubt an euer Deck. Oh, Dr. Crowder, sag mal was Sinnvolles. Oh, hab ich. Wow, wie sinnvoll. Heute Lektion ist damit beendet. Cool. Ja, gut. Freut mich, dass ich zum Unterricht aufgetaucht bin. Mann. Diese Fehlstunden, die ich hier in diesem Jahr gesammelt habe, machen sich bestimmt nicht gut in meiner Bewerbung. Wie auch immer. Was für Berufsaussichten hat man eigentlich, nachdem man an der Duellakademie studiert oder gelernt hat? Kann man da ein professioneller Duellant werden? Die Frage ist, wie viele davon braucht die Welt? Ich meine, ernsthaft. Ich meine, es ist ja schön, dass es so eine Berufsmöglichkeit insgesamt gibt in dieser Welt. Aber ich glaube nicht, dass es, dass die Nachfrage danach so groß ist, dass sie damit ganze Schulen füllen können. Aber was weiß ich schon. In der Welt dreht sich scheinbar alles um Yu-Gi-Oh!-Karten und scheinbar kann jeder, der die Duell Academy besucht, professioneller Yu-Gi-Oh!-Spieler werden. Ansonsten stelle ich mir gerade die Frage, was für Karriereoptionen stehen ihnen ansonsten offen? Ich glaube, sie haben ziemlich verkackt, wenn sie nicht professioneller Duellant werden hiernach. Wie auch immer. Heute findet das Tag Force Turnier statt. Teil ist abgeschlossen, du kehrst nun zum Titelbildschirm zurück. Wenn du im Hauptmenü den Story-Modus auswählst, wirst du nun in der Liste Teil 2 starten. Diese Option aus, um am Tag Force Turnier teilzunehmen. Bereite dich auf dein Tag Force Spiel vor. Achtung! Wenn du Teil 1 geschafft hast, wirst du gebeten, dein Spiel zu speichern. Wenn du nicht speicherst, werden deine Spieldaten nicht gespeichert. Das macht Sinn. Und du kehrst zum vorherigen Speicherpunkt zurück. Okay. Okay. Das hättet ihr jetzt absolut nicht noch in Teil 1 mit reinquetschen können. Wie auch immer. Die zweite Hälfte von den Tagen aus dem Spiel werden wir übrigens sowas von nicht machen. Weil, nee, ja, irgendwo ist auch mal gut. Wir sind jetzt bei Part 56 oder so. Ich weiß insgesamt nicht, wie wir das so weit geschafft haben. Warum werfen die mich eigentlich zum Hauptmenü zurück und sagen, dass das nicht gespeichert wird, wenn ich nicht auf Speichern gehe, sondern und gebe mir die Möglichkeit, nicht zu speichern, wenn dann da das wieder verloren gehen kann. Scheint mir ziemlich dumm zu sein. Ah, es gibt drei Teile sogar. Wollt ihr mich verarschen? Drei! Okay, wir wählen unseren Partner Zane Truesdale. Drei Teile! Nee, die machen wir nicht. Fuck. Weil ich mir relativ sicher, dass sich jetzt der ganze Kreislauf nur weiter wiederholen wird. Und eventuell werden... Heute findet das Tech Force Turnier statt. Eventuell werden andere dann ein bisschen stärkere Decks haben oder so, aber keine Ahnung. Konntest du letzte Nacht überhaupt schlafen? Nein, Zane, du hast mich die ganze Nacht wach gehalten. Dieses Turnier wird nämlich ein einziger wilder Kampf. Oh ja. Gibt dein Bestes in jedem Kampf. Auch vorher kommt noch die Öffnungszeremonie.
Oh mein Gott, es geht los! Puh, ich bin so bereit für die Scheiße. Dreh dich, du Ujama. Jetzt geh weg, ich will die Öffnungszeremonie sehen. Wie Sandy besteht. Hi, Borgi. Ja, es ist schön, Sandy, setz dich. Das ist beängstigend. Hör auf, mir ins Ohr zu hauchen. Ihr seid alle hier, also. Es ist mir ein Vergnügen, die Eröffnung des Tagforce-Turniers, des Tag-Team-Turniers Tagforce zu verkünden. Das ist ein gutes Wort. Erlaubt mir, die Regeln zu erklären. Zunächst bekommt jeder 10 GX-Medaillen. Nice. Diese GX-Medaillen setzen bei Duellen ein. Wählt so viele, wie ihr wollt, solange der Gegner zustimmt. Der Sieger des Duells bekommt die GX-Medaillen. Wenn ich die Medaillen ausgehen, kommt in mein Büro. Dann gebe ich euch 10 weitere GX-Medaillen. Endet das Duell unentschieden, bekommt ihr die Medaillen zurück. Ihr müsst siegen, um immer mehr GX-Medaillen zu bekommen. Wenn ihr 90 Medaillen habt, kommt ihr in die Finalrunde. Die Finalrunde ist hier. Oh, fuck. Okay, das Turnier ist also doch noch ein bisschen länger als erwartet. Was ist das? Die Arena wurde extra für dieses Turnier errichtet. Das ist ziemlich fancy. Scheint mir eher ein Turm zu sein, aber wenn du sagst, eine Arena, klar. Und er scheint ziemlich viel Geld zu haben, kann das sein? Wow, nett! Die Aufschrift von diesem Turm kann nicht sein. Hä? Okay, cool. Oh doch, Chess. Es ist Jagger Princeton. Jagger Princeton Man Jensen. Fick dich. Die Princeton-Gruppe ist der Hauptsponsor dieses Turniers. Wer seid ihr überhaupt? Slat Jagger. Außerdem übertragen wir dieses Turnier weltweit. Dieses Turnier ist nicht nur für Studenten. Ich habe auch Duellanten aus aller Welt eingeladen. Meine Studenten, seid gute Repräsentanten der Duell Academy. Yay! Okay, wir haben es kapiert, fangen wir an. Yeah! Seid ihr alle bereit? Was soll ich dieser komische Plot-Twist? Tag Force los, yay! Was soll ich dieser komische Plot-Twist oder dieser kleine Story-Strang mit den Brüdern von Chess? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich weiß nicht mehr wirklich, wer die sind, was die machen und warum ich mich dafür interessieren sollte. Hey, Chumley! Hast du keine Begleitung gefunden, musst du den Crawl als Begleitung nehmen. Habe ich recht? Oh, seine Gruppe muss ich mit Crawler antreten. Oh, ich wusste es! Okay, komm, hauen wir den auf die Schnauze. Duell. Das wird dir keine Frage, weil sie wie viele Medaillen? 3? Ja, was auch immer. Deine Medaillen gehören mir! Ich hätte gern 10 gewettet, weil es aktuell ziemlich free ist alles. Ich meine, wenn ich 10 Medaillen verlieren würde, dann würde ich einfach 10 neue bekommen. Wenn ich gewinnen würde, hätte ich sie direkt verdoppelt. Aber wie auch immer. Machen wir ein Duell gegen die beiden. Und warte mal, wollte mich verarschen? Ich muss da, wenn das so lange dauert, wie ich jetzt gerade denke, mit den 90 Medaillen, dann möchte ich anmerken, dass ich sehr, sehr wütend werde. Und wenn es so lange dauert, werde ich einfach das Nova-Team suchen und werde ich den auf die Schnauze hauen. Ist mir egal. Oh, wir sind die Zweiten. Wundervoll. Ich meine, gegen Team Nova. Das ist ziemlich... Oh, sie halten Händchen. Das ist seltsam. Das wäre ziemlich majestätisch. Weil Nova ziemlich hart scheiße ist. So. Gute Arbeit, Chumley. Oh, fuck. Zane fängt an. Ich spiele den Cyberdrachen. Yes. Ich kenne ihn so gut. Das war nicht ganz so clever. Oh, und schon verlieren wir die ersten 400 Lebenspunkte. Gute Arbeit, Zane. Bist du stolz auf dich und deine Leistung heute? Okay, cool. Wir haben 2400 Lebenspunkte verloren. Gute Arbeit, Zane. Gute Arbeit. Oh, das ist ein schwerer Sturm. Okay. Läuft ziemlich gut, soweit würde ich sagen. Läuft ziemlich gut. Wir werden sowas von auf die Schnauze bekommen. Wir haben ein ganz gewaltiges Problem. Oh fuck, was ist das hier gerade? Okay. Ich glaube, ich muss nachladen. Meine Hand bringt mir aktuell nur bedingt viel. Ach du Scheiße. Topf dir hier bitte. Oh Gott. Lege von deiner Hand oder deiner Spielfeldseite Fusionsmaterialmonster, welche auf einem. Okay, weißt du was? Das müsste funktionieren. Wir spielen den Proto-Cyberdrachen. Wie, du hast eine bodenlose Fallgrube oder so. Dankeschön. Und dann spielen wir Kraftbündnis. Und damit sollten wir theoretisch.
Warum habe ich eine Karte verdeckt gespielt? Das war ziemlich dumm. Sollte theoretisch in der Lage sein, einen unglaublich starken Chimera-Tech-Überdrachen zu beschwören, weil seine Angriffspunkte verdoppelt werden. Das wiederum bedeutet aber auch, dass wir so viel wie Angriffspunkte hat, Schaden nehmen werden. Riskant, aber wir werden es durchziehen. Na, da geht meine Karte da hinten, das ist okay. Ich hätte gerne eine Zukunftsfusion. Und damit würde ich gerne... Komm, gib mir ein Gatling-Gewehr-Drachen. Und Pistolendrache. So, versuchen wir einfach anzugreifen. Und hoffen auf das Beste. Das Beste war gut genug! Oh nein! Ah, beschwört noch ein Monster. Das ist okay. Ich kann nochmal angreifen, du auf dem Scheiße. Das Beste war wieder mal gut genug. Okay, wundervoll. Das ist soweit relativ gut ausgegangen. Fuck, die beiden. Oh Gott, au, 2400 Punkte Schaden. Damit liegen wir wieder hinten. Ich glaube, das, was ich gemacht habe in meinem Chimera-Tech-Überdrachen, war soweit eine ziemlich solide Runde. Spiel bitte nicht schwerer Sturm. Oh, du Haufen Scheiße. Oh, er kann ja die Aktivierung einer Zauberkarte annullieren. Wundervoll. Erzähl dich, schwerer Sturm. Niemand will dich hier. Und er greift einfach so an. Oh Gott. Und weil es so schön ist, drei Monster habe ich für die Fusion aufgeopfert, glaube ich. Das heißt, wir werden damit alle Momongas zerstören. Und gleichzeitig werden die Lebenspunkte der beiden damit dann gewaltig ansteigen. Und nochmal angreifen ist nicht drin, ich sehe es richtig. Fuck. Egal. Er hat ein beschissenes Fuck-Monster gespielt, das nicht relevant ist. Das habe ich. Ruf der Gejagten. Absolut meist. Oh, und natürlich mein guter, wundervoller Dingensdrache. Weil ich aktuell gestehen muss, dass sein mir in diesem Duell hier nur eine bedingt große Hilfe ist. Ich habe das Gefühl, ich carrye hier uns beide durch das ganze Duell, aber gut. Komm schon, gib mir einen Kopf. Komm schon, einen Kopf! Yes, dankeschön. Oh, wir zerstören dich selbstverständlich. Das war... Oh, der antike Antriebssoldat. Wundervoll. Das bedeutet, dieses Duell sollte ziemlich hart gelaufen sein, tatsächlich. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen! Woo! Das heißt, damit haben wir die ersten drei Tech-Force-Punkte bekommen. Und das wiederum bedeutet, uns fehlen nur noch 77. Fuck, 77 wollte mich verarschen. So, ich vermute, jetzt hier auf der ganzen Spielwelt treiben sich jetzt so Tech-Force-Duellanten-Typen herum, oder? Also so kleine Teams. Ich halte es übrigens für eine Frechheit, dass man da nicht doppelt so viele Punkte bekommt bei diesen Tech-Force-Duellen. Weil so aktuell ist das echt ein bisschen nervig, das zählt nicht. Immer nur Spaß, klar. Drei Punkte. Ah, oh, und dann verschwinden sie. Muss ich hier alle bekämpfen? Ha, schau sie an! Hey! Hey, Zane! Ich habe ein paar... Wie wär's mit zwei? Was? Ich habe ein paar Stephen Red-Versager gefunden. Haben wir ihn auf die Schnauze. Wer sie weiß, ich glaube, ich mag den Spielmodus aktuell noch. Kann sein, dass sich das noch ändern wird, aber aktuell finde ich das relativ unterhaltsam tatsächlich. Die gute Hero. Jetzt neu... Er ist wie das Mega-Hero-Magazin. Kennt ihr das Mega-Hero-Magazin? Es war so ähnlich wie die Kids, nur anders. Das Verwirrende beim Mega Hero Magazin war damals, ich weiß noch, als die allererste Ausgabe auf den Markt kam, die hatte ich mir gekauft gehabt tatsächlich, weil da gab es nicht so viele derartige Zeitschriften. Und als jemand, der sein Interesse hatte, ist eine neue direkt ins Auge gefallen. Auf jeden Fall, ich weiß noch, bei der ersten Ausgabe von fucking Mega Hero, da stand dann halt auch natürlich so eine Vorstellung, was das Magazin ist und was sie machen und sowas. Und da stand dann irgendwie auch, oh hey, warum habt ihr denn mit Ausgabe Nummer 5 begonnen und nicht Ausgabe Nummer 1, wenn das die erste ist? Und der Grund dafür war, weil sie am 5. des im 5. Monat des Jahres rauskamen. Und das ist eine Information, Alter, der fucking Parasit. Das ist so eine interessante Karte. Das ist doch der, der ins gegnerische Deck gemischt wird, oder? Auf jeden Fall, das ist eine Information, die ich aus irgendeinem Grund in meinem Kopf behalten habe, für sehr lange Zeit. Hey! Hey! Lawrence LP! Oh, fuck. Zane, ich hoffe, du hast was dagegen. Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Was sind das für Karten, die da liegen? Ernsthaft? Ah.
Lass mal den Moggy die Scheiße erledigen, Alter. Angriffsposition! Warum ist die Musik gerade so dramatisch hier? Topf der Gier! Schwere Sturm wäre halt jetzt echt eine gute Sache. Komm, spielen wir nochmal Ruf der Jagden. Kann nicht schaden. Dann spielen wir aus irgendeinem Grund den Proto-Cyberdrachen. Einfach nur, um meine Gegner zu provozieren. Um ihnen zu zeigen, dass ich auch mit einem 1100er Monster auf dem Spielfeld immer noch besser bin als ihr. Ihr verdammten, widerlichen, stinkenden Slifer-Red-Versager. Ich glaube, ich lasse den letzten Slot der Zauber- und Fallenkarten aber dann noch frei. So, greif ein, Proto-Cyberdrache! Ah, oh, Waboku. Ja, weißt du was? Ja, gönn ich mir. Ich gönn mir die Scheiße. Ich lasse mich von euch noch nicht herumschubsen. Es wird sehr deprimierend sein, wenn ich dieses Duell aus irgendeinem Grund verlieren sollte, weil ich gerade sehr überheblich bin. Yeah! Wundervoll! Los, Cyberdrache! Greif an! Gott, ich mag diese Phase 2 von dem Spiel gerade sehr viel mehr als die erste, möchte ich anmerken. Weil die Duellanten, scheinbar nachdem ich einmal gewonnen habe, verschwinden. Das heißt, man hat so ein gewisses Gefühl dafür, dass man Fortschritte macht. Das gefällt mir soweit relativ gut. Der Riesenfloh! Riesenfloh ist natürlich ein klassisches Monster, an welches sich kein Arsch mehr erinnert. Außer, ich weiß gar nicht, in welchem Booster-Pack das drin war. Ich glaube, kann sein, dass das vielleicht auch nur in irgendwelchen so Turnier-Booster-Packs drin war und gar nicht in regulären. Auf jeden Fall, Leute, die sich an diese Karten erinnern, haben sehr wahrscheinlich die meisten davon einfach schlicht und ergreifend Dungeon Dice Monsters gespielt. Für den Game Advance. Denn da war der Riesenfloh ein sehr, sehr beliebtes Standard-Anfangsmonster. Also eins der ersten Monster, die man da hatte. Alter Zane! Die Cyberdrachenarmee. Ja, und den Opferst du für Jinzo. Oh mein Gott. Was für ein Duell. Was für ein Duell. Mach weiter so, mein Guter. Mach weiter so. Auf jeden Fall Riesenfloh. Eins der ersten paar Monster, die man immer so hatte und eingesetzt hat. Deswegen ist ja eine Karte, die in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten wahrscheinlich eher niemanden. Dungeons & Monsters ist auch ein Spiel, das wir irgendwann mal spielen sollten. Ey, ich liebe das Spiel, auch wenn die KI fucking verblödet ist und das Spiel eigentlich gar nicht mal so gut ist. Ah, Dungeon Dice Monsters. Absolut fantastisch. Das war übrigens damals quasi ein kleines Spin-off von Yu-Gi-Oh! Das war dann. Es war im Grunde. Wie soll ich es erklären am besten? Yu-Gi-Oh! Als Brettspiel, das mit Würfeln funktioniert und zusätzlich hatte man noch so eine Art Tetris-Blöcke. Alter, das funktioniert ja. Oh mein Gott! Dieses Fuckfisch wird 9000 Angriffspunkte haben und wenn er diese Runde, wenn die anderen jetzt Waboku oder so spielen, dann wird ein großes Problem. Oh mein Gott, Zane! Zane, du treibst es zu weit! Es sind doch noch Kinder! Oh, 2000 und komm schon, 8000! Oh mein Gott! Yes! Oh, das war gut. Das war ein gutes Duell. Fuck, das war ein wirklich gutes Duell. Gute Arbeit, Zane. Ich bereue es nicht mehr komplett, dass ich dich als Partner gewählt habe. Ich bereue es nicht mehr zu 100%. Schon noch zu 95, aber nicht mehr zu 100. Und ich denke, das ist schon ein großer Fortschritt für uns beide. So, wenn ich jetzt richtig liege, sollten wir 2 Punkte bekommen. Und ihr beiden, ihr solltet einfach so verschwinden. Fair gespielt und gewonnen. Danke, war ein gutes Duell. Und sie sind weg. Ja, wundervoll. Ich würde sagen, wir räumen hier relativ gut auf. Ach, wahrscheinlich, wenn die einmal. Was sie uns immer anbieten, sind wahrscheinlich die letzten Punkte, die sie noch übrig haben. Und deswegen verschwinden sie ja nach, wenn sie die Punkte soweit verloren haben, weil sie dann raus sind aus dem Turnier. Ich vermute, so wird es laufen. Das ist ja gerade so ein bisschen so ähnlich wie das, die Insel der Duellanten und wie auch immer das hieß aus der ersten Yu-Gi-Oh! Serie. Ganz am Anfang. Königreich der Duellanten, wo es angefangen hat, da musste ja diese Sternchips von allen immer sammeln. Und das ist hier gerade ein sehr ähnliches Konzept. Das ist relativ nett. Aber wie auch immer, liebe Leute, ich würde sagen, wie es ganz weitergeht und was wir sonst noch für spannende Duelle erleben werden und was diese beiden Boys für Decks haben, die beide gegen mich jeweils einmal verloren haben, sehen wir dann wohl im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! GX Time Force Evolution. Das wird ziemlich majestätisch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.